Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Video im Zusammenhang mit Raytracing. Wir hatten an anderer Stelle gesehen, wie man ein Excel-Programm schreiben oder benutzen kann, um die Verfolgung von Lichtstrahlen im Raum zu berechnen. Wir haben dabei gesehen, dass wir die Lichtstrahlen entweder auf eine reflektierende Oberfläche schicken können und dann das Reflexionsgesetz benutzen können, um zu schauen, wo dann das Licht hingeht nach der Reflexion. Wir haben auch die Brechung auf ähnliche Art behandelt. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen genauer erklären, wie man jetzt die Umsetzung dieser Brechung und Reflexionsgesetze in Excel wirklich macht und wie man das auch eintippt. Also das ist eine eher mechanische Angelegenheit jetzt, das Eintippen und das Erklären nochmals der Formeln. Zuerst erinnere ich kurz daran, dass wir gesehen haben, dass wenn man einen Strahl beschreiben will im Raum, dann kann man den Strahl parametrisieren. Das ist eine Gerade im Raum, indem man einen Punkt auf der Geraden kennt und den Vektor, den Ortswechsel zum Punkt, bezeichnet mit R. Und dieser Ortsvektor R kann man schreiben als der Ortsvektor zu einem festen Punkt P auf der Ebene, den man kennen, auf der Geraden, den man kennen muss. Ich nenne jetzt den Ortsvektor zum Punkt P, einfach P mit dem Vektorpfeil darüber, plus eine Zahl T, die dann variieren soll, mal der Richtungsvektor A, der entlang dieser Geraden orientiert ist. Das kann zum Beispiel dieser Vektor sein. Wenn man dann T einsetzt, bekommt man immer Punkte auf der Geraden. Also wenn T zum Beispiel 0 wäre, haben wir als R-Vektor gerade den Vektor zum Punkt P. Wenn T 1 ist, kommen wir zu dem Punkt. Wenn T 2 ist, kommen wir zu dem Punkt und so weiter. Also diese Gerade hier wird durchlaufen, wenn man T von minus unendlich bis plus unendlich laufen lässt. Das ist das eine. Dann haben wir gesehen, dass wir eine Ebene im Raum auf ähnliche Art parametrisieren können. Eine Ebene hier kann man auch durch einen Punkt auf der Ebene markieren. Ich nenne es den Punkt vielleicht P-Ebene, während man hier den Punkt zur Geraden vielleicht PG nennt, damit das unterschieden wird. Und der Punkt auf der Ebene hat einen Vektor PE, also einen Ortsvektor zu diesem Punkt. Die Ebene wird nun so beschrieben, dass man sagt, dass jeder Punkt auf der Ebene, zu dem ja auch dann ein Vektor R gehört, kann man kennzeichnen, dass dieser Punkt, ein beliebiger Punkt auf der Ebene, es zusammen mit diesem PE-Vektor ja auch ein Vektor darstellt, der dann senkrecht auf der normalen der Ebene sein muss. Also wenn ich den normalen Vektor auf der Ebene n bezeichne, senkrecht auf der Ebene hier, dann kann ich sagen, dass ein Vektor hier, zum Beispiel r-pe, dass dieser Vektor in der Ebene senkrecht sein muss auf den normalen Vektor. Und senkrecht heißt, dass das Skalarprodukt 0 sein muss. Das heißt, das hier ist die Beschreibung einer Ebene in Vektorform und sagt mir also danach, welche Punkte zur Ebene gehören. Alle Punkte x, y, z, die dieser Gleichung genügen, gehören zur Ebene. Das ist also ein Punkt in der Ebene, schreibt man vielleicht RE dazu. Das hier war ein Punkt auf der Geraden, RG. Und jetzt muss ich ja den Schnittpunkt finden. Und der Schnittpunkt, hier wo die Gerade durch die Ebene durchgeht, ist derjenige Punkt, wo RE und RG übereinstimmen. Das heißt, ich kann jetzt hier RG direkt einsetzen in diese Gleichung. Wenn man das gleichsetzt, habe ich den Schnittpunkt gefunden. Und wenn ich jetzt für diesen Schnittpunkt S hier RG dann da einsetze fürs RE, dann erhalte ich PG plus T mal A minus PE
das multipliziert, das Skalar multipliziert mit dem normalen Vektor, das muss 0 ergeben. Das ist die Bedingung für den Schnittpunkt. Und das ist also konkret eine Bedingung für das t, weil das t ist dieser Parameter auf der Geraden. Für irgendein bestimmtes t wird diese Gleichung gerade erfüllt. Das ist also immer dann der Fall, wenn die Gerade überhaupt die Ebene schneidet. Theoretisch könnte ja die Gerade parallel zur Ebene liegen und danach gibt es gar keinen Schnittpunkt. Aber im Allgemeinen gibt es einen Schnittpunkt hier. Jetzt muss man ja, wenn man die Gerade kennt, muss man hier konkrete Zahlen haben für diesen Teil und für diesen Teil. Das heißt, das und das sind bekannte Zahlen. Bei der Ebene dasselbe. Ich muss diesen Punkt der Ebene kennen. Ich muss den normalen Vektor kennen, also das muss ich vorgeben. Und dann habe ich hier eine Gleichung, die ich nach t auflösen kann. Ich kann das jetzt hier noch rasch fertig ausrechnen. Das sind ja Skalarprodukte, also pg mal n plus ta mal n, wenn zwei Vektoren so mit einem Punkt geschrieben werden, meine ich immer das Skalarprodukt, minus pe mal n muss 0 ergeben. Das kann ich nach t auflösen. Ich kann pe mal n auf die rechte Seite nehmen, das ist ja eine reine Zahl, das ebenfalls, und dann durch diese Zahl dividieren, dann habe ich das t alleine. Also t ist gleich pe mal n, das ist jetzt rechts, dann minus pg mal n durch a mal n. Das ist die Gleichung, die wir jetzt gleich in Excel übernehmen können, und diese Gleichung liefert mir einen t-Wert, und mit dem t-Wert, wenn ich den dann habe, gehe ich nachher wieder in die Geradengleichung hinein und erhalte nachher den Schnittpunkt S. Also ein spezielles RG, das dann zum Schnittpunkt S führt. Mit drei Koordinatenwerten. Das möchte ich jetzt rasch ins Excel übertragen, diese Sache. Dann haben wir den Schnittpunkt. Und im nächsten Teil möchte ich dann zeigen, wie man die Reflexions- und die Brechungsgesetze anwendet, wenn man den Schnittpunkt mal hat. Wenn man dann senkrecht auf dem Schnittpunkt die Normale hat. Und dann schaut, wie dann die Reflexion und die Brechung aussieht an diesem Punkt. So, jetzt geht es also darum, dass wir unsere Überlegungen von vorher übernehmen. Das waren diese Formel, die wir da hergeleitet haben, Schnittpunkt, Gerade mit einer Ebene. Und diese Formeln jetzt in ein Excel so vorbereiten, dass wir am Schluss irgendwie das so haben, als Vorgaben für Strahl und Ebene, und nachher aus diesen Vorgaben so Dinge ausrechnen können wie den Schnittpunkt, wie die Richtung der neuen Strahlrichtung in Abhängigkeit vom Schnittpunkt und von der Brechung und vom Reflexionsgesetz. Ich mache das meistens so, dass ich links oben so die Parameter, die Vorgaben eintrage, und wir haben gesehen, wir brauchen jetzt sicher mal vom Strahl selbst die Vorgaben des Aufpunktes PG. Wir brauchen da jetzt einige Zahlen für den Ortsvektor, der auf die Gerade geht, und dann brauchen wir drei Komponenten des Richtungsvektors A. Das ist einfach eintippen, nicht wahr? Vorgaben zum Strahl. Wir haben einmal Px, Py und Pz, das sind die drei Komponenten dieses Ortsvektors, oder die drei Koordinaten des Punktes auf dem Strahl. Ich setze einfach Zahlen ein, so da was haben nachher. Dann brauchen wir den Richtungsvektor A, auch mit den drei Komponenten, das kann man ja hier so schreiben. Auch da machen wir jetzt mal beliebige drei Zahlen, dass wir dann etwas haben. Und dann brauchen wir von der Ebene ebenfalls ähnliche drei Punkte von der Ebene. Ich brauche die drei Koordinaten
des Aufpunktes auf der Ebene. Das wäre jetzt diesen Punkt hier, PE. Und ich brauche drei Komponenten des normalen Vektors. Also von der Ebene habe ich auch PX, PY und PZ und NX, NY, NZ. Sie sehen, ich habe jetzt wirklich bei 0 angefangen, damit Sie genau sehen, was ich mache. Jetzt kann ich auch da irgendwas eintippen als Zahlen und auch für den normalen Vektor, also ein Vektor, der senkrecht auf der Ebene ist, kann ich irgendwas machen. Das sind jetzt einfach die Vektoren, die senkrecht auf der Ebene stehen sollen. Jetzt habe ich noch nichts gerechnet. Wenn wir nachher die Brechung ins Spiel bringen, muss ich noch Brechungsindizes vor und nach der Ebene benutzen. Das ist N und N'. Und da mache ich mal vielleicht 1 für Luft und dann 1,5 vielleicht für eine Ebene, wie zum Beispiel hinter einem Plexiglas. Also das wäre dann die Ebene hier, die wir anschauen, mit dem normalen Vektor. Der Lichtstrahl kommt da irgendwie drauf. Und hinter der Ebene habe ich nachher Plexiglas. Ups, das sieht man nicht, sorry. Das wäre doch die Ebene, das wäre der normalen Vektor drauf. Und wir haben dann hier den Strahl, der kommt mit dem Schnittpunkt. Und da hinten habe ich den Brechungsindex 1,5 und da vorne habe ich den Brechungsindex 1. Gut, und jetzt kommen die Rechnungen. Jetzt möchte ich zuerst den Schnittpunkt finden. Und dazu brauche ich vor allem den T-Wert des Schnittpunktes. Und da haben wir vorher schon sehr viel Vorbereitung gemacht. Wir haben nämlich gesehen, dass man den T-Wert berechnen kann, indem man drei Skalarprodukte berechnet. Und Skalarprodukt ist ja einfach, ich muss einfach die x-Komponente vom ersten Vektor mal die x-Komponente vom zweiten Vektor plus y-Komponente vom ersten mal y-Komponente vom zweiten plus z-Komponente vom ersten mal z-Komponente vom zweiten. Das gibt zusammen dann eine Zahl. Das ist dann dieses Skalarprodukt. Das gleiche mache ich hier und hier. Also, jetzt muss ich halt diese Skalarprodukte ausrechnen. PE mal N. Also das mal das plus das mal das plus das mal das. So, das wäre das erste Skalarprodukt. Dann minus Skalarprodukt P gerade mal N. Das habe ich ja vorher schon gemacht. Also das mal das plus das, das plus die Z-Komponenten. So, Klammer zu. Jetzt mache ich das Ganze nochmals in eine Klammer. So, und dann dividieren durch A mal N, also durch A ist dieser Vektor hier, mal N, jetzt hoffe ich, dass man das noch sieht, sonst rutscht er ein wenig. So, also durch A, das ist das hier. Jetzt muss ich noch die Klammer aufmachen zuerst. Klammer auf. A mal N plus Y-Komponente mal N plus Z-Komponente mal N. Klammer zu. Voilà. Jetzt habe ich eine Zahl bekommen, T, ein T-Wert. Und dieser T-Wert sollte jetzt, wenn ich dann mich nicht vertippt habe, dem T-Wert entsprechen, der dann auf der Geraden, mit dieser Geradengleichung hier zum Schnittpunkt führt. Das heißt, jetzt muss ich diesen T-Wert hier reinsetzen, also für die x-Komponente von dem plus T mal die x-Komponente von dem und so weiter. Also Schnittpunkt hat es drei Koordinaten, Sx, Sy und Sz. Und die habe ich hier, also das ist gleich Px plus dieser T-Wert hier, den will ich jetzt gerade absolut adressieren, dass er immer den gleichen nimmt nachher, mal Ax. So. Und jetzt kann man das hier nach unten kopieren. Da wird dann logisch fortgesetzt. Wenn man hier einen Doppelklick macht, hat er jetzt
Y-Komponenten genommen und den gleichen T-Wert und Z-Komponenten. Das ist etwas Schönes an Excel, dass man das machen kann, wenn man da mit den Adressierungen aufpasst. Wieder nachher das Format ein bisschen vernünftiger wählen. Nehmen da Zahlenformat und vielleicht 3 Nachkommastellen. So, jetzt haben wir den Schnittpunkt gefunden auf diese Art. Den normalen Vektor haben wir auch. Und können jetzt bei diesem Schnittpunkt probieren, die Winkel zu berechnen und die neue Richtung des Strahles nach der Reflexion, nach der Brechung. Vielleicht noch ein Punkt, ich habe das jetzt vorher noch nicht gemacht, aber es lohnt sich jetzt, wenn wir das rasch anschauen. Der A-Vektor, da ist ja nur seine Richtung relevant. Ich kann beim A-Vektor durchaus auch einen kürzeren Vektor nehmen, der, wie man sagt, normiert ist, der die Länge 1 hat. Das ist das, genau die gleiche Ebene nachher, die gleiche Gerade. Dasselbe kann ich bei der Ebene machen. Ich kann den normalen Vektor bei der Ebene ebenfalls normieren. Also ich habe vorher geraden Vektor, also das ist der Richtungsvektor, den kann ich normieren. Ich kann hier den normalen Vektor normieren und bekomme genau die gleiche Ebene und genau die gleiche Gerade. Das hat bei den folgenden Formeln einen gewissen Vorteil. Deshalb mache ich das jetzt hier noch als Vorbereitung. Ich normiere die beiden Vektoren A und N, um dann nachher etwas weniger rechnen zu müssen. Das heißt, ich mache jetzt hier aus dem AX ein ANX und ein ANY und ein ANZ. Und dafür muss ich einfach die Länge vom A bestimmen und diese Länge dann die Komponenten dividieren durch die Länge. Und um die Länge zu rechnen, da habe ich halt den Pythagoras, den ich da benutzen kann. Ich mache das nachher vorher. Da sagt ihm einfach a und diese Länge von a ist gleich die Wurzel von den Komponenten hier im Quadrat plus das da im Quadrat plus das da im Quadrat. So, das ist die Länge. Jetzt kann ich sagen, das soll sein gleich diese x-Komponente durch diese Länge, die ich jetzt hier ausgerechnet habe, das mache ich auch mit der absoluten Adressierung, dass er immer das gleiche nimmt und kann dann die 3 Komponenten hier so berechnen. Jetzt hat der neue Vektor, wenn ich es richtig gerechnet habe, die Länge 1. Das gleiche möchte ich einfach machen für den n-Vektor, also den normalen Vektor hier, der Ebene. Dieser normalen Vektor hat ja auch eine Länge, das ist die Länge gemeint hier. Hier auch. Und da muss man eben aufpassen, da steht auch n, das ist der Brechungsindex. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht verwechselt. Die Länge von n ist gleich wiederum die Wurzel aus dem im Quadrat plus das im Quadrat plus das im Quadrat. So, und jetzt kann ich hier sagen nx, also nnx eigentlich, normaler Vektor, normalisierter Vektor, nny und nz sind dann diese n-Komponenten, die wir vorher hatten, dividiert durch deren Länge. Und die Länge mache ich auch wieder absolut adressiert. So, mit dem Dollarzeichen, dann nimmt er immer das Gleiche. So, jetzt hat auch dieser Vektor hier die Länge 1 und das wird, wie gesagt, nachher die Rechnungen etwas vereinfachen. Nachdem wir jetzt diesen Schnittpunkt gefunden haben und auch die beiden Vektoren n und a normalisiert haben, dass sie jetzt die Länge 1 haben, können wir jetzt etwas konkreter werden und uns überlegen, wie sieht denn der Strahl aus nach der Reflexion, dass da reflektiert wird? Wie sieht der Strahl aus nach der Brechung? Und das Ganze ist ja dreidimensional zu denken. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt hier immer ein Blatt Papier, auf dem wir das zeigen, aber eigentlich muss man immer daran denken, das Ganze geht ja dreidimensional. Also wir haben hier diese Ebene und wir schauen uns zuerst rasch die Reflexion an. Da kommt uns jetzt ein Strahl, der trifft die Ebene an einem Punkt, den wir jetzt gefunden haben. Auf der Ebene steht senkrecht, entweder so oder umgekehrt,
der normalen Vektor. Jetzt wissen wir, dass der Strahl, wie er da kommt, und der normalen Vektor und der reflektierte Strahl, dass die zusammen in einer Ebene liegen müssen. Also das ist auch eine Ebene, die je nachdem, wie der Strahl eintrifft, zusammen mit dem normalen Vektor eben diese Einsfalls-Ausfallsebene bestimmt. Wenn wir jetzt diskutieren wollen, was passiert bei der Reflexion, wollen wir mal einfach senkrecht auf diese Ebene schauen. Also Moment mal, rasch vergessen, dass wir da eigentlich im Raum sind. Wir schauen jetzt einfach mal senkrecht auf diese Ebene und betrachten uns die Resultate der Reflexion, also das Reflexionsgesetz in dieser Ebene, wo der Einfallsstrahl, das Load und der Ausfallsstrahl drauf liegen. Gut, also das wäre jetzt die Ebene. So, also ein Spiegel zum Beispiel, da steht das dann irgendwie so. Da kommt jetzt ein Strahl. Das ist dieser Strahl, der durch diesen Vektor A ja gekennzeichnet ist. Vektor A ist der Vektor, der Richtungsvektor der Geraden. Und wir haben gesehen, wir haben einen normalen Vektor, der zum Beispiel da nach oben zeigt. Und beide Vektoren sind jetzt normiert. Wir haben das vorher so vorbereitet. Jetzt kommt eben die Frage, also die haben beide die Länge 1. Vielleicht ein bisschen länger machen, dass es dann stimmt, die Länge gleich ist. Und die Frage ist jetzt, wie geht das weiter, wenn wir jetzt mal die Reflexion zuerst anschauen. Nun, bei der Reflexion ist ja so, dass diese beiden Winkel hier gleich sein müssen. Das heißt, ich muss jetzt einen neuen Vektor finden, der in diese Richtung geht und den gleichen Vektor, den gleichen Winkel zum Load hat. Wir können den einfach konstruieren, indem ich einfach sage, ja, dieser neue Vektor geht dann garantiert so weiter. Das sind jetzt gerade ungefähr 45 Grad. Das heißt, dieser Vektor geht dann irgendwie so weiter. Die Frage ist einfach jetzt, wie komme ich von dem Vektor auf den Vektor? Und da hilft jetzt eigentlich eine kleine Überlegung. Wir können nämlich sagen, wenn ich den blauen Vektor weiterzeichnen würde, dann würde er ja dahin kommen, also den gleichen Vektor dahin zeichnen. Wie unterscheidet sich jetzt dieser blaue Vektor vom roten Vektor? Nun, da kommt vom blauen Vektor, von der Spitze, zweimal dieser Teil hier hinzu. Dieser Teil hier ist parallel zu n und hat eine Länge, die wir ausrechnen können, wenn wir a und n kennen, den Einfallswinkel auch kennen. Das heißt, wir können sagen, dass aus dem blauen Vektor durch Addition dieser zwei Korrekturen der rote Vektor entsteht und der ist ja dann gerade unser Vektor nach der Reflexion. A'. Wir müssen also jetzt einfach diesen orangen Vektor finden. Und das ist nicht so schwierig. Wir können nämlich sagen, dass der A-Vektor und der hatte die Länge 1 und der N-Vektor, der auch die Länge 1 hat, wenn wir diesen orangen Vektor schauen wollen, ist das gerade die Projektion des A-Vektors auf den N-Vektor. Und Projektion heißt ja letztendlich ein Kosinus des Winkels, den wir da benutzen. Also Projektion eines Vektors auf einen anderen Vektor kann ich ausrechnen, indem ich da diesen Winkel kenne, sage ich den mal Epsilon und sage, dass A-Vektor mal Kosinus Epsilon ist dann gerade diese Länge hier, weil der A-Vektor ja die Länge 1 hat, der Vektor auch die Länge 1 hat, komme ich dann einfach durch das Skalarprodukt zwischen A und N sofort auf diesen Kosinus des Zwischenwinkels. Also, dieser orange Vektor, ich nenne den mal A, projiziert auf N. Dieser Vektor heißt A-Vektor, skalar multipliziert mit dem N-Vektor. Das ist ja nach der Definition des Skalarprodukts Länge von A mal Länge von N mal der Kosinus des Winkels zwischen A und N. Und weil die zwei Längen ja 1 sind, erhalte ich da gerade der Kosinus alleine. Jetzt muss ich also diese ungefähr 0,7 oder was das sind, Kosinus von etwa 45 Grad, noch multiplizieren, das ist ja ein Skalarprodukt jetzt, mit diesem n-Vektor selbst. Und dann habe ich einen von diesen orangen Vektoren. Jetzt kann ich also den blauen Vektor nehmen und den orangen Vektor zweimal dazuzählen und dann erhalte ich den roten Vektor.
Also A' wird gleich groß wie der Vektor A. Und jetzt muss ich einfach schauen noch mit den Vorzeichen. Ich muss ja jetzt in Richtung von n gehen, also nach oben. Jetzt das Skalarprodukt, nicht in diesem Beispiel jetzt, wo das n entgegengesetzt zum a ist, wird das Skalarprodukt ja negativ. Das heißt, wenn ich jetzt das Negative nehme, hier, dann läuft mir das in die falsche Richtung. Das heißt, ich muss jetzt hier ein Minuszeichen schreiben, damit dann das Vorzeichen stimmt, dass dann nach oben geht, in die Richtung von n selbst. Und dann eben das einsetzen. Und zwar zweimal. Also zweimal Skalarprodukt a mit n. Und das multipliziere mit dem n-Vektor, der ja normiert ist, haben wir gesehen. Und das ist meine Formel für die Reflexion. Also bei der Reflexion kann ich diesen Trick anwenden. A, eigentlich quasi so verwenden, wie es ist, aber dann zweimal die Projektion von A auf n in Richtung n dazu zählen und dann erhalte ich den roten Vektor A'. Das ist dann der Vektor, der mir zusammen mit dem Aufpunkt S hier, dem Schnittpunkt S, den wir auch bestimmt haben, die neue Richtung nach der Reflexion beschreibt. Das will ich gleich ins Excel übertragen und schauen, ob das dann vernünftig ist. Jetzt ist nur die Frage, stimmt das dann auch in drei Dimensionen? Ich habe das jetzt alles in der Ebene gezeigt. Aber wir können auch dreidimensional sagen, dass wenn jetzt ein Vektor kommt, irgendwie unter einer bestimmten Richtung hier, und ich habe diesen n-Vektor auch dazu, dann, wenn ich diesen Vektor jetzt in Richtung von n verändere, wird das automatisch in dieser Ebene dann passieren. Das heißt, mein neuer Vektor, wenn ich da n dazu erzähle oder einaddiere oder subtrahiere, wie auch immer, das bleibt dann in dieser Ebene zwischen der Einfallsrichtung und dem n-Vektor. Das heißt, da bleib ich da, wo ich sein muss, das bleiben muss. Und ich habe also diese Formel, die da allgemein gilt, die gilt auch im Raum, nicht nur in der Ebene. So, damit wechseln wir jetzt wieder zum Excel. Wir wollen also jetzt das, was wir vorher auf dem Papier gefunden haben, nämlich diese Regel für das Reflexionsgesetz, umschreiben auf die Komponenten und so weiter. Das sind alles einfache Sachen. Ich will meinen neuen Vektor A' haben. Ich nehme dazu meinen alten Vektor. Die habe ich jetzt noch normiert in der Zwischenzeit ja bei Excel. Das Skalarprodukt haben wir auch schon verwendet. Das ist dann gerade der Kosinus des Winkels. Und das muss ich dann wieder multiplizieren mit n. Eine einfache Sache. Also A'. Ups. Da. AX', AY' und AZ'. Das wird, jetzt haben wir gesagt, der A-Vektor selbst. Die X-Komponente ist der A-Vektor selbst. Ich nehme da den normierten A-Vektor, obwohl das nicht so wichtig ist, also gleich das hier. Minus 2 mal, ups, minus 2 mal, jetzt muss ich da das Skalarprodukt bilden zwischen A und N. Und nun, weil wir das ja ein paar Mal brauchen, ja, ich rechne das rasch separat aus vorher. Sonst habe ich da immer wieder zu tippen. Gehen wir rasch voraus, da, Zelle einfügen. So, A mal N. Ich schreibe das mal so, das wäre das Skalarprodukt. Ist dann auch gleich der Einfallswinkel, hat der Kosinus davon. Das ist also gleich das mal das plus das mal das plus das mal das. So, da haben wir jetzt, und jetzt können wir das wie vorher vorgesehen machen. Also das ist das gleiche wie das AX von vorher, hier, minus 2 mal dieses Skalarprodukt, das wir jetzt berechnet haben, das mache ich jetzt absolut adressiert, dass er immer das gleiche nimmt, mal das NNX, haben wir hier, und die Formel wird jetzt dann nach unten fortgesetzt. Jetzt habe ich
meine neue Richtung. Wir können also jetzt diesen Schnittpunkt nehmen als Aufpunkt und diesen Richtungsvektor als neue Richtungsvektor und haben dann wieder einen neuen Strahl, ähnlich wie vorher, bevor wir Reflexion hatten, berechnet mit diesen Richtungswerten und eben diesem Aufpunkt hier. Das wäre mal das eine, und jetzt, das ist also die Reflexion gewesen. Und ein bisschen mehr Aufwand müssen wir jetzt treiben für die Brechung, wo wir dann auch die Brechungsindizes benötigen, und da muss ich auch zuerst auf dem Papier erklären, wie man auf ähnliche Art wie bei der Reflexion in Vektorform die neue Richtung nach der Brechung berechnen kann. Das braucht ein bisschen mehr Aufwand, aber dann, wenn wir das gemacht haben, sehen wir, haben wir dann alles erledigt. Ein Punkt vielleicht noch für die Reflexion. Diese Art der Reflexion nennt man eigentlich gerichtete Reflexion. Also da habe ich wirklich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn Sie aber normalerweise schauen, wenn Licht auf irgendeine Oberfläche kommt, dann ist die Reflexion normalerweise nicht wie bei einem Spiegel. Also auch jetzt zum Beispiel fällt da Licht von der Deckenbeleuchtung auf mein Papier. Und das ist ja nicht ein Spiegel, also da wird das Licht nicht reflektiert. Oder auch wenn ich den Laserpunkt hier mache, da geht der Laserpunkt nicht nur in der Richtung weg, in der ich da nach dem Reflexions gehen müsste. Das würde er nur machen bei einem Spiegel, aber nicht bei einem Blatt Papier. Das heißt, sehr oft haben wir sogenannte ungerichtete Reflexion. Das heißt, wir müssen dann eigentlich schauen, was passiert genau, wenn das Licht auf seine Oberfläche fällt. Und zuerst muss man mal überlegen, wenn man so wirklich Raytracing macht, zum Beispiel für Computergrafik, muss man sich zuerst überlegen, ja, wie viel Licht kommt überhaupt. Das ist abhängig von der Lichtquelle. Die Lichtquelle hat eine Farbverteilung, hat eine bestimmte Intensität. Da muss man schauen, wie ist die Fläche orientiert zur Lichtquelle. Ist die vielleicht zufällig senkrecht dazu, dann kommt am meisten Licht drauf, oder ist es da flacher, dann kommt weniger Licht drauf. Da wird der Kosinus des Winkels wieder entscheidend, rein für die Lichtmenge, die auf diesen Punkt trifft. Und dann, wenn der Punkt quasi beleuchtet wird, muss man überlegen, was macht der Punkt jetzt in dem Licht? Wird ein Teil vom Licht absorbiert, wird ein Teil vom Licht reflektiert, und vom reflektierten Licht, ist es jetzt gerichtete Reflexion oder ungerichtete Reflexion? Hängt das von der Farbe ab? Hängt es vom Polarisationsgrad ab des Lichtes? Also muss man ganz viel eigentlich entscheiden, bevor man dann quasi in der Richtung reflektieren darf. Beim Spiegel oder bei glänzenden Oberflächen ist das klar, dass es in die Richtung weitergeht. Aber im Allgemeinen ist diese Richtung, wo das dann weggeht, sehr davon abhängig, was ich hier genau für ein Material habe und was für eine Lichtqualität da kommt. Man spricht, wenn man von ungerichteter Reflexion spricht, auch manchmal, also von dieser quasi diffusen Reflexion, spricht man auch manchmal von einem Lambert-Strahler. Das Lambert-Gesetz sagt, wie zum Beispiel ein weißes Papier reflektiert. Wenn ein weißes Papier gedreht wird, dann kann man mit einem einfachen Gesetz sagen, wie die Reflexionsstärke dann ist in der Blickrichtung. Dann gibt es auch Reflexionen, die sehr stark vom Winkel abhängig sind, aber nicht gerichtet sind. Zum Beispiel, wenn Sie einen dunklen Nylonstrumpf an einer Wade anschauen, dann hat die Reflexion, dann macht diese Reflexion nicht die Reflexion eines Spiegels natürlich, aber auch nicht die Reflexion eines Lambert-Strahlers, sondern es gibt eine sehr stark gerichtete Reflexion, die dann auch einen plastischen Effekt erzeugt, den man dann offenbar will, aus ästhetischen Gründen. Und so weiter. Also man sieht, was ich da jetzt gemacht habe, ist ein kleiner Ausschnitt, das sind viele Möglichkeiten, die dann ein Programm, das mit Raytracing arbeitet, vielleicht als Parameter einstellen lässt. Gut. Wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt, nämlich zur Frage, wie muss man jetzt den Strahl bei der Brechung berechnen? Wie geht das vor sich? Die Reflexion war jetzt noch relativ einfach, weil bei der Reflexion konnten wir einfach entlang des normalen Vektors die Komponente von A zweimal nach oben schieben, dann hatte ich den neuen Vektor. Bei der Brechung ist es ein wenig anders, weil wir da die Brechungsindizes ins Spiel bringen müssen und uns dann überlegen müssen, in welche Richtung geht der Strahl genau weiter. Wir werden aber trotzdem eine ähnliche Formel finden, wo einfach der Teil hier, der Korrekturteil, ein bisschen anders ist.
werden aber auch in Richtung von n korrigieren. Das heißt, wenn ich den a-Vektor habe und in Richtung n korrigiere, bin ich ganz sicher wieder in der gleichen Ebene, in der ich sein will, nämlich in der Ebene des Einfallsstrahls und der Normale. Jetzt übernehme ich das gleiche Bild wie bei der Reflexion, mache ähnliche Überlegungen. Ich nehme also jetzt auch wiederum meine Oberfläche. So. Da habe ich jetzt einen Brechungsindex N' und da habe ich einen Brechungsindex N. Den normalen Vektor, den habe ich ja vorher schon gehabt, der zeigt, steht senkrecht auf dieser Ebene. Ich habe den so normiert, dass er die Länge 1 hat. Und der A-Vektor hat die gleiche Länge 1. Und der kommt irgendwie so auf diesen Auftreffpunkt, den wir vorher berechnet haben. Auch die Länge 1, das ist der Vektor A. Das war der Vektor N. Wenn ich N mit meinem Vektorzeichen schreibe, meine ich den normalen Vektor. Ohne Vektorzeichen meine ich normalerweise diese Brechungsindizes. Und jetzt, was heißt Brechung? Brechung heißt, dass der Strahl unter einem Winkel so weiterläuft, wenn der Brechungsindex hier größer ist als da. Ein neuer Winkel, Epsilon Strich. Wenn man die Winkel mit Epsilon und Epsilon Strich bezeichnet, vor und nach der Brechung, müsste man jetzt sagen, dass der neue Strahl irgendwie da nach unten geht, vielleicht so, eine neue Richtung hat, und die wollen wir eben jetzt herausfinden, A'. Und der Winkel Epsilon'. Nun, zunächst mal weiß man ja, dass Epsilon und Epsilon' über das Brechungsgesetz zusammenhängen. Das Brechungsgesetz heißt ja Sinus Epsilon' mal n Strich ist gleich Sinus Epsilon mal n. Das heißt, wenn wir jetzt den Einfallswinkel kennen, haben wir vorher bei der Reflexion schon gesehen, dann kann man über das Skalarprodukt bestimmen, der Cosinus von Epsilon, da kann man auch das Epsilon bestimmen. Das heißt, wenn wir den kennen, dann können wir mit den beiden Brechungsindizes auch den neuen Winkel Epsilon Strich bestimmen. Also den können wir an sich ausrechnen. Es ist aber eben die Frage, wie geht das jetzt genau mit diesem Winkel, wie kann ich das ausrechnen? Und da mache ich jetzt den Gedanken, ähnlich wie hier, verlängere ich mal, bei der Reflexion habe ich das auch gemacht, habe ich meinen Gedanken, diesen Vektor A einfach verschoben, dass er beim S, beim Auftreffpunkt S startet, dann habe ich diesen Vektor da nochmals gezeichnet, so, und ich gebe jetzt diesem Vektor, ich sage jetzt, da hat ja auch die Länge 1 jetzt. Ich mache jetzt folgende Konstruktion, dass ich nämlich jetzt diesen Vektor hier mit einem Kreis der Länge 1 markiere. Und jetzt verlängere ich diesen Vektor da nach unten. So. Und zeichne einen zweiten Kreis jetzt für die Überlegung mal, der jetzt eine neue Länge hat, nämlich die Länge, also den Radius n' durch n. Also dieser neue Kreis soll der Radius n' durch n haben. Mein Vektor A, den ich einfach mal so als für die Skizze irgendwie gezeichnet habe, der soll genau diesen Punkt hier treffen, wo dieser Kreis hier und diese Parallele sich treffen, Parallele zum Lot. Jetzt, warum mache ich das? Das ist nämlich eine Konstruktion, die heißt auch das Zweikreisverfahren, die genau dem Brechungsgesetz entspricht. Das kann man einfach beweisen. Ich mache rasch zwei Hilfslinien, nämlich diese Hilfslinie hier und diese Hilfslinie hier. Einfach nur für den Beweis, dass das funktioniert. Die Linie hier, die also senkrecht auf dem Lot sein soll, die hat ja eine Länge, die gleich groß ist wie diese Länge hier. Jetzt, wenn wir das anschauen, wir hatten ja gesagt, der Kreis hat die Länge 1, weil der Vektor A ja auch normiert ist, dann kann ich diese Länge hier ausrechnen. Die ist nämlich gerade, das ist ja gerade die Gegenkathete zu der Hypotenuse in diesem Dreieck hier. Also kann ich sagen, Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus von diesem Winkel, den wir hier haben, und das ist der gleiche Winkel wie da, nämlich Epsilon.
diese Länge hier ist gerade Sinus von Epsilon. Mal 1, ab 1, ja, das können wir dann weglassen. Wenn ich das gleiche mache für diese Strecke, die ja gleich groß ist wie diese hier, nach dieser Konstruktion, da kann ich aber schreiben, dass das hier ist die Gegenkathete in diesem Dreieck hier. Und dieses Dreieck hier hat den Innenwinkel oder den Winkel Epsilon Strich und hat als Hypotenuse jetzt die Länge N Strich durch N. So habe ich ja diesen Kreis konstruiert. Das heißt, ich kann jetzt sagen, dass diese Strecke hier gleich groß ist wie Sinus Epsilon Strich mal die Länge der Hypotenuse, nämlich N Strich durch N. Und wenn eben das hier gleich groß ist wie das hier, dann habe ich hier eigentlich genau das Brechungsgesetz, wie wir das oben schon geschrieben haben. Also mit anderen Worten, mit der Konstruktion, dem sogenannten Zweikreisverfahren von Weierstrass oder von Young, kann man diese neue Richtung ermitteln, die der Vektor A' hat. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss mir überlegen, wie komme ich jetzt von diesem blauen Vektor zu dieser Korrektur, die dann zum roten Vektor führt. Wie vorher bei der Reflexion, wo ich diesen orangen Korrekturvektor brauchte, muss ich auch hier jetzt quasi diesen Korrekturvektor noch bestimmen. Das ist, im ersten Moment denkt man, ja, das ist einfach nicht, das ist ja der Radius N' durch N gewesen, das ist der Radius 1. Im ersten Moment denkt man, das ist einfach gerade die Differenz davon. Aber das stimmt leider nicht, weil ja, wenn ich das so weiterverfolgen würde, wird ja dann diese Strecke immer länger. Plus wird sie sogar gar nicht mehr definiert sein. Das heißt, ich muss diese Strecke jetzt wirklich berechnen, indem ich die Differenz von der Strecke und der Strecke hier nehme. Die orange Strecke hier ist ja gerade das Ganze minus das hier. Okay, jetzt, das ist nicht so schwierig, wenn wir da mal das Ganze anschauen hier. Das ist ja zu diesem Winkel Epsilon Strich gerade die Ankathete. Das heißt, ich kann sagen, Ankathete durch Hypotenuse ist Cosinus Epsilon Strich. Also die Strecke hier wäre nachher die Hypotenusenlänge, das ist N Strich durch N. N Strich durch N mal der Cosinus von Epsilon Strich. Das ist die Strecke. Mit genau der gleichen Überlegung kann ich mir sagen, dass diese Strecke hier 1 mal Cosinus Epsilon ist. Das ist ja die Hypotenuse 1, das ist gerade Cosinus Epsilon. Dass wir jetzt als Länge dieser Differenz schreiben können, die Länge der Differenz, das da, ist dann gerade das Große, nämlich N' durch N, die Brechungsindizes, mal der Cosinus vom Winkel Epsilon', den wir rausrechnen können nach dem Brechungsgesetz, minus Cosinus Epsilon. So lang ist dieser Teil. Jetzt muss man noch, das ist ja nur eine reine Zahl, jetzt muss ich das dann noch multiplizieren mit dem N-Vektor, damit ich auch einen Vektor bekomme in diese Richtung, dass der orange Vektor auch wirklich eine Richtung bekommt, nicht nur eine Länge hat. Und damit dann diesen blauen Vektor korrigieren. Somit erhalte ich H', der neue Vektor nach der Brechung, der jetzt nicht mehr die Länge 1 hat, das kann ich aber nachträglich noch korrigieren. Dieser neue Vektor ist gleich der alte Vektor A, das war dieser hier, plus diese Korrektur, nämlich diese Länge hier, N' durch N, mal Cosinus Epsilon Strich, minus Cosinus Epsilon, und das jetzt multipliziert mit dem N-Vektor. Jetzt muss man nachher mit dem Vorzeichen aufschauen, ob das stimmt, ob man da Plus oder Minus braucht. In unserem Beispiel war es so, dass der N-Vektor nach oben zeigte. Das heißt, es würde, wenn man das jetzt so anschaut, würde man jetzt im ersten Moment denken, ja, dann geht ja doch die Korrektur da nach oben, nicht nach unten.
müssen aber daran denken, dass wir diesen Winkel hier Epsilon ausrechnen mit dem Skalarprodukt zwischen A und N. Das heißt, dieser Winkel würde jetzt hier, wenn man da einfach stur die Vektoren einsetzt, negativ werden. Der Kosinus des Winkels würde negativ werden. Dasselbe auch hier. Das Vorzeichen von Epsilon Strich und Epsilon ist dasselbe. Das heißt, das wird dann auch hier negativ. Das heißt, dieser Anteil hier wird dann negativ. Und wir korrigieren dann effektiv in der Gegenrichtung zu n. Das heißt, dann stimmt es. Wenn n die gleiche Richtung hätte wie a, das könnte ja durchaus auch sein, dann würde dieser Kosinus positiv und dann habe ich die Korrektur in die Richtung, die ich will. Das heißt, mit dem Pluszeichen hier wird das richtig. Und die Formel, die wir jetzt brauchen, um den neuen Vektor auszurechnen, steht hier. Dieser Auftreffpunkt S, den brauchen wir. Wir brauchen die Richtung des Vektors nach der Brechung. Und dann habe ich es. Ganz analog zur Reflexion vorher, wo wir auch die neue Richtung bekommen haben, können wir jetzt die Brechung ebenfalls. So, ins Excel übertragen. Das will ich als nächsten Schritt machen und dann sind wir fertig mit dieser kleinen Raytracing-Übung mit Excel und die Anwendung ist ja in einem anderen Video dann gezeigt, mit einem Beispiel, das wir dann auch experimentell überprüfen. Eine kleine Ergänzung noch, habe ich vergessen zu sagen. Wir haben jetzt hier Sinus Epsilon, nicht wahr, im Brechungsgesetz. Wir könnten mit dem Arcosinus dann den Winkel berechnen und dann mit dem Winkel wieder den Cosinus berechnen. Tatsächlich ist aber eine andere Möglichkeit auch gegeben. Es ist ja allgemein so, dass von jedem Winkel das Sinusquadrat, zum Beispiel vom Winkel Epsilon, plus der Cosinusquadrat von Epsilon gerade 1 ist. Sinusquadrat plus Cosinusquadrat ist immer 1. Das gilt für Epsilon, das gilt auch für Epsilon-Strich. Das heißt, ich kann dann den Sinus und den Cosinus ineinander umrechnen. Zum Beispiel kann ich dann nach Cosinusquadrat auflösen und erhalte nachher Cosinusquadrat Epsilon ist gleich 1 minus Sinusquadrat Epsilon. Das heißt, der Cosinus von Epsilon selbst wäre dann die Wurzel aus 1 minus Sinusquadrat Epsilon. So kann man Sinus und Cosinuswerte ineinander umrechnen. Das Analoge, wenn ich es dann nach Sinus aufgelöst hätte, hätte ich bekommen Sinus Epsilon ist gleich die Wurzel aus 1 minus Cosinusquadrat Epsilon. Das erlaubt also diese Wechsel da von Sinus zu Cosinus, ohne dass ich über den Winkel gehen muss, sondern direkt mit dieser kleinen trigonometrischen Einheit, also Identität, die auf den Pythagoras zurückgeht. So, damit kommen wir zur Übertragung dieser Formel für die Brechung, wie wir sie vorher hergeleitet haben, ins Excel. Wir übernehmen das gleiche Programm wie vorher und wollen einfach noch als Zusatzstrahl für die Brechung noch diese untere Formel hier übernehmen. Wir brauchen da, wie wir sehen, sicher mal diese Winkel Epsilon und Epsilon', beziehungsweise Cosinuswerte und müssen dann nachher diese Korrektur hier machen zum n, um den neuen Vektor a' zu erhalten. Also eigentlich müssen wir vor allem jetzt hier in dieser Klammer noch ein bischen was rechnen. N' und n, das sind die beiden Brechungsindizes. Wir brauchen also jetzt mit dem Brechungsgesetz für das Brechungsgesetz die Winkel Epsilon und Epsilon'. Das ist das Einzige. Jetzt haben wir ja hier gesehen für die Brechung, oder vielleicht die Vorbereitungen zuerst. Wir brauchen also jetzt den Winkel, also eigentlich Cosinus Epsilon, das brauchen wir sicher. Und diesen Cosinus von Epsilon haben wir jetzt schon mal ausgerechnet. Hier oben, das war dieses Skalarprodukt. Das heißt, da haben wir jetzt hier gleich das da oben. Lassen wir das mal so. Jetzt einfach der Sinus von Epsilon ist dann ja gerade, wie wir es gesehen haben, die Wurzel aus 1 minus Cosinus Quadrat, also gleich 1 minus Cosinus von dieser Zahl hier. Ah, sorry, die Zahl ist ja der Cosinus.
Also da kann ich direkt diese Zahl hier nehmen im Quadrat und da baue ich eben die Wurzel daraus. So. Dann brauche ich Epsilon Strich. Jetzt habe ich das Sinus von Epsilon und wir haben gesehen beim Brechungsgesetz, Sinus von Epsilon Strich kann ich ausrechnen, indem ich da Sinus Epsilon mal n rechne und durch n Strich dividiere. Also Sinus von Epsilon Strich ist dann gleich n durch n Strich mal Sinus Epsilon, also gleich n durch n Strich, jawohl, mal Sinus Epsilon. Das müsste dann kleiner werden. Das ist auch so der Fall dann. 0,325. Und wenn ich jetzt da den Cosinus von Epsilon Strich noch brauche für die folgenden Rechnungen, das haben wir gesehen, das brauchen wir dann. Dann kann ich sagen, es ist wieder nach der Wurzel, die wir vorher hatten, gleich Wurzel von 1 minus Sinus Epsilon im Quadrat. Gibt uns so viel. Gleiche Formel wieder oben eigentlich, von der Idee her. Jetzt habe ich diese Cosinus-Werte. Cosinus Epsilon, Cosinus Epsilon Strich, kann das jetzt hier auf diese Art korrigieren. Mit dem A verrechnen und erhalte nachher A Strich. Ich rechne mal nur diese Klammer noch aus. Schreiben wir Klammer dazu. Das ist gleich N Strich durch N. Das durch dieses n hier, das waren die Brechungsindizes, mal Cosinus von Epsilon Strich, das war das hier, minus Cosinus von Epsilon. Ein kleines Zwischenresultat. Habe ich die Klammer, jetzt stimmt da was nicht. Ah, muss natürlich da diesen Wert hier nehmen. Nein, sorry, da diesen Wert hier nehmen. Und da diesen Wert, die Zahlen, nicht die Bezeichnungen. Jetzt habe ich die Klammer. Sie sehen, ich muss also offenbar mit 0,5 ungefähr das n dann verrechnen, dass es dann stimmt. Und wenn ich jetzt die Formel einfach so, wie sie hier steht, übernehme, dann erhalte ich für die AX-Komponente zum Beispiel, so wie hier gezeigt, die Korrektur. Also AX Strich, Strich und entsprechend AY Strich und AZ Strich. Ups. AY Strich und AZ Strich. Das wird dann hier gleich das AX, dann nehme ich das Normierte plus die Klammer. Die habe ich ja hier berechnet und zwar mache ich das auch absolut adressiert, weil da immer der gleiche Wert genommen werden muss, mal das nx, auch das Normierte, so, und kann dann hier nach unten kopieren und erhalte die neuen Werte. Sehen, wie das schnell geht. Wir haben jetzt die neue Richtung. Das ist jetzt nicht normiert, das kann ich aber noch tun, wie wir das hier auch gemacht haben, indem ich durch die Länge dividiere. Die neue Richtung nach der Brechung ist gleich wie diese drei Zahlen. Und der Schnittpunkt mit der Oberfläche kann ich ja benutzen als Startpunkt dieses neuen gebrochenen Strahls. Eine kleine Ergänzung noch, die Richtung von n betrifft. Ich muss aufpassen, dass die Vorzeichen hier von Epsilon und Epsilon Strich gleich sind, beziehungsweise die Vorzeichen danach von den Cosinuswerten. Deshalb kann ich hier das berücksichtigen, was es macht, spielt hier keine Rolle. Aber je nachdem, wie das n steht zum a, kann es eine Rolle spielen. Ich muss hier noch korrigieren, indem ich schreibe, das ist das Vorzeichen von
Epsilon von Cosinus Epsilon, ist das hier mal da diese Wurzel. Das ist ein Vorzeichen, das Plus oder Minus 1 sein kann. Es soll das gleiche Vorzeichen haben, damit die Richtungen dann stimmen. Und das ist, wie Sie sehen, hier die gleiche Zahl geblieben. Aber je nachdem, was da für Situationen sind, kann es sein, dass diese kleine Ergänzung wichtig wird, dass dann die Richtungen stimmen. Ohnehin würde ich sagen, wenn man diese Sachen mal mit Excel relativ primitiv eingetippt hat, ist es immer gut, wenn man mal kurz überlegt, ob das stimmen kann, was man da jetzt gemacht hat, bevor man da Linsen anfängt zu schleifen oder so. Was ich jetzt nicht mehr zeigen will, weil das eigentlich ganz analog ist, ist, was passiert, wenn ich jetzt nicht eine Ebene nehme als Auftreffpunkt des Strahls, sondern eine Kugel, eine sphärische Oberfläche, dann müsste man vor allem hier diesen Schnittpunkt anders suchen. Der Schnittpunkt mit einer Kugel bedeutet dann nachher eine Gleichung, die oft zwei Lösungen hat. Kann man sehr gut auch in Excel übernehmen. Die Normale auf der Kugel, auf diesem Schnittpunkt, ist dann auch gegeben durch den Verbindungsvektor vom Mittelpunkt der Kugel zum Auftreffpunkt. Dieser Verbindungsvektor ist dann gleichzeitig auch die Normale auf diesem Auftreffpunkt. Und der ganze Rest hier bleibt gleich. Also nur dieser Teil da oben, wie man den Schnittpunkt sucht, das ist anders. Und wie man den normalen Vektor sucht, der ist ja dann hier nicht so gegeben, sondern die Kugel hat andere Parameter, Mittelpunkt und Radius. Dann muss man also diesen Teil hier etwas anpassen. Und so kann man sich auch andere Objekte vorstellen, eine Pyramide, ein Zylinder oder irgendein Objekt, das anders parametrisiert ist. Wenn ich jetzt diese Hand hier anschaue, hat die ja nicht weder Kugel noch Ebenenteile, sondern ich muss das im Prinzip hier mit einer Punktmenge, die Oberfläche beschreibt, charakterisieren. Dann müsste ich hier diese normalen Vektoren anders ausrechnen als bei diesen einfachen geometrischen Objekten, die wir angeschaut hatten.